Dieses Video wird euch präsentiert von RetroPlays, dem Marktplatz für Videospiele. Schaut gerne mal rein, einen Link zu RetroPlays findet ihr in der Videobeschreibung. Let's Play Nintendo 64 Folge 173, meine Lieben. Und wir bleiben beim Buchstaben R im Nintendo 64 PAL-Alphabet und schauen uns heute Roadsters Trophy an. Ein Rennspiel von Titus oder Titus, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich habe das damals extrem gemocht. Ich bin aber auch einer, ich habe Automobile Lamborghini ganz gerne gespielt. Aber Roadsters Trophy hat mir damals nochmal eine Ecke besser gefallen. Automobile Lamborghini hat ja damals nicht alle überzeugt. Und dann hat Titus aber nachgelegt und hat im September 99 Roadsters bei uns veröffentlicht. Hieß damals noch unter quasi Roadsters Trophy, hatte den Codenamen zumindest. Das Trophy ist dann aber fallen gelassen worden und als Roadsters ist das Ganze dann erschienen. Hier sehen wir schon mal ein bisschen Ingame-Grafik und ihr merkt, das sieht optisch schon recht nice aus. Natürlich für die damalige Zeit gemessen. Aktuell, wenn man von heute drauf schaut, ist das natürlich schon arg verpixelt alles. Aber das Spiel hat man damals ja auch auf einer Röhre gespielt und ich selber habe Roadsters Trophy in Vorbereitung nochmal angeworfen auf meine Röhre und da sieht das Ganze schon ganz schnieke aus. So, wir gehen mal rein. Wie gesagt, September 99 bei uns erschienen. Hier steht sogar noch Trophy dabei. Auf der Packung, auf dem Packshot ist das Trophy aber gestrichen worden, komischerweise. Gut, wir sind jetzt in dem Spielmenü oder in den Spielmodi. Wir können eine Roadster Trophy starten. Das ist quasi der Karrieremodus, wenn ihr so wollt. Wir können Mehrspielermodus spielen. Wir können in ein schnelles Rennen reingehen. Wir können Zeitfahren machen oder eben uns die Optionen anschauen. Und falls euch so ein Wabbeln auffällt, das liegt daran, dass das Spiel in den Menüs in 480i läuft, also schon in der höheren Auflösung, wenn man zumindest das Expansion Pack anhat. Und das verursacht dann eben auf modernen Geräten so ein Wabbeln, weil eben die Konsole dann eben Bob die Interlacing verwendet, um das in den Griff zu bekommen, das Interlaced-Signal. Also, aber vielleicht seht ihr das auch gar nicht mehr, weil ich jag das Ganze ja später auch noch durch mein Videobearbeitungsprogramm und auch durch YouTube durch. So. In den Optionen haben wir ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Wir können die Sprache ändern, die Musik anpassen, die Lautstärke der Effekte anpassen, der Sprache. Geschwindigkeit können wir in Meilen oder Kilometer anzeigen und eben die Optionen speichern. Das passt soweit alles. Und ich denke mal, weil ich da Bock drauf habe, gehen wir mal in die Roadster Trophy und schauen uns mal den Karrieremodus an. Das Spiel ist damals exklusiv entwickelt worden für das N64 von Titus. War also auch eine interne Entwicklung, aber kam dann noch später für andere Konsolen raus. Erzähle ich euch gleich ein bisschen was zu. Wir können uns hier jetzt einen Fahrer auswählen. Das war ganz geil damals, weil man zum ersten Mal in so einem Rennspiel auch mal tatsächlich die Fahrer gesehen hat. Man fährt hier nämlich auch schon mal in Cabriolets und dann sieht man die Fahrer tatsächlich auch, wie die schon mal drauf losschimpfen oder die Hand heben und so. Das fand ich schon ein ziemlich cooles Detail damals. Also man merkt bei dem Spiel einfach, dass sich Titus damals halt sehr, sehr viel Mühe gegeben hat. So, Angelica, Alex, Myling, Mr. Slim, Linda, Billy, Rainer und Ricky. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Ricky. Ich muss aber sagen, mir gefallen die Charaktermodelle immer noch nicht. Die haben mir damals schon nicht gefallen und ich finde die bis heute sehr generisch und teilweise wirklich, wirklich hässlich. So, wir nehmen jetzt einfach mal Ricky. Können jetzt hier eine Saison starten. Wir fangen mit der Saison dritter Klasse an und arbeiten uns quasi nach vorne. Wenn wir jetzt die neue Saison starten wollen, können wir aber nicht, weil wir noch kein Auto besitzen. Wir müssen also ein Auto kaufen. Ihr seht, also hier ist ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen. Das heißt, wir gehen zur Werkstatt und müssen uns jetzt erstmal ein Auto kaufen. Wir haben ein Guthaben von $45.000 und dann können wir uns hier die Wagen anschauen. Und ich finde ja, die Wagenmodelle sehen in dem Spiel wirklich schön aus. Also gefällt mir bis heute sehr, sehr gut. Roadsters bietet dabei einen Mix aus lizenzierten Wagen und eben komplett frei erfundenen Wagen. Das fängt hier an eben mit dem Renault Spider und dann geht es hier eben durch mit vielen anderen verschiedenen Modellen. Alfa Romeo ist hier dabei, Fiat und eben einige andere. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem, oder soll ich den Lotus Eclipse mal nehmen? Ich wollte jetzt eigentlich den Renault Spider nehmen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Lotus Eclipse, den habe ich noch nie genommen. Machen wir einfach mal. Wir können mit Z die Farbe noch anpassen. Also hier verschiedene Farben wählen. Ich finde ihn ja in Gelb eigentlich ganz geil. Machen wir. Ja, Sie können...
Sie können nicht dieses Auto kaufen und die Stadtgebühr bezahlen. Okay, das geht also schon mal nicht. Ihr seht, wir haben hier einige Restriktionen, die wir hier an die Hand gelegt bekommen. Also eine Art Fußfessel. Wir müssen also mit unserem Guthaben nicht nur das Auto kaufen, sondern auch die Gebühr für die erste Saison bezahlen. So, deshalb gehe ich nochmal. Vielleicht nehme ich den Toyota. Kann ich das? Der sieht doch schick aus. Ja, nehmen wir den Toyota. Wir haben den Toyota. Wir können den später auch aufrüsten, verkaufen, ein neues Auto kaufen. Also man kann hier mit den Einstellungen deutlich mehr machen als bei anderen Rennspielen auf dem System, was ich damals schon ganz geil fand und bis heute eigentlich noch ziemlich cool finde. So, wir gehen also zurück und starten dann auch endlich die neue Saison. Es geht los mit den Oil Fields, also den Ölfeldern, und dann gibt es 5 weitere Strecken, die wir befahren müssen in der Streckenorientierung normal. Später kann man die dann auch im gespiegelten Modus fahren. So, hier sehen wir nochmal ein bisschen, was auf uns zukommt. Der Straßenzustand, das Wetter und eben auch die Vorhersage. Regen endet nach erster Runde. Also es regnet gleich, aber der Regen lässt nach. Das heißt, wir haben hier dynamisches, in Anführungsstrichen dynamisches Wetter. Das sind natürlich geskriptete Events, aber man hat damals zumindest das Feeling gehabt, dass hier tatsächlich live auf der Strecke was passiert. Fand ich schon ziemlich cool. Und jetzt sind wir im Spiel drin. Das ist ganz obligatorisch. Mit A gebe ich Gas, war früher ja nun mal so. Und mit dem Analogstick bewege ich mein Fahrzeug. Und ihr seht, die Reifen hinterlassen auch so Furchen im Regen. Das war damals alles schon richtig nice und ich bin hier direkt auch schon gecrashed. Wunderbar. Ah, so. Ich kann natürlich nicht ausschalten und ich weiß nicht, wie ich zurückfahre. Ich muss zum Zurückfahren Z gedrückt halten. Also das war natürlich jetzt schon echt Anfängerpech, würde ich sagen. Ich bin nämlich in einen Gegenfahrer gecrashed und das kann mich jetzt natürlich die Platzierung in diesem Rennen kosten. Aber ja, jetzt seht ihr zumindest mal, dass es bei Roadsters Trophy auch schon richtig heiß hergeht. Das ist aber auch ehrlich gesagt nicht meine Lieblingsstrecke, diese Oil Fields, diese Ölfelder. Da gibt es deutlich Besseres. Das Einzige, was ich halt, wo ich mich vor ein paar Tagen schon dran gewöhnen musste, als ich das auf der Röhre gespielt habe, war die Steuerung, denn die war echt sensibel, wie ihr hier gerade seht. Ich habe Schwierigkeiten, die Kurven zu nehmen und die sind auf dieser Strecke vor allem auch teilweise recht steil. Deshalb habe ich hier ein bisschen Schwierigkeiten, mit dem Wagen in der Kurve zu bleiben. Aber auch die Streckendetails hier, die finde ich richtig schön. Und wie gesagt, ein deftiger Step-Up, also ein deftiger Schritt nach vorne im Vergleich zu Automobile Lamborghini, was ja damals so einen der ersten Rennspiele gezählt hat auf dem Nintendo 64. Und ich komme hier überhaupt nicht klar. Und dann eben aber von den Kritikern damals verschmäht wurde. Und ich habe damals, wie gesagt, Roadsters auf dem Nintendo 64 richtig doll gefeiert, habe es auch durchgespielt damals. Man muss aber auch sagen, dass wir auf der Konsole gar nicht so viele gute Rennspiele besessen haben. Wir haben viele Arcade-Racer gehabt, ja, die man mal schnell für eine Runde einlegen konnte. Ich denke da an Rush zum Beispiel oder Cruisin' USA, die ging natürlich immer. Aber darüber hinaus musste man schon genauer gucken, wenn man gute Autorennspiele haben wollte. Und ich muss hier aufhören, tut mir leid. Vielleicht liegt es am Regen, aber ich komme gerade mit dem Wagen überhaupt nicht klar. Da muss man kurz Trophy verlassen, ja. Es tut mir leid, aber das geht gerade gar nicht. Nehmen wir wieder Ricky. Dann nochmal zur Werkstatt. Ich muss mir ein neues Auto kaufen. Das war gerade eine totale Fehlentscheidung. Ich bleibe beim Renault Spider. Das ist der, den ich auch schon aus meinen vorherigen Versuchen und aus meinen Vorjahren kenne. Und jetzt seht ihr, müssen wir auch eine andere Strecke fahren, Tudor Village. Deshalb ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich kam gerade mit dem anderen Auto überhaupt nicht klar. So, vielleicht geht es jetzt besser. Wir sind jetzt in Frankreich unterwegs, glaube ich. Und zack. Es geht weiter. Das Spiel erschien, wie ursprünglich gesagt, erst auf dem Nintendo 64, ist dann aber auf andere Konsolen geportet worden. Das Interessante dabei ist, dass das Spiel auf dem Game Boy Color erschien, auf der PlayStation und dann auch auf der Dreamcast, wobei die PlayStation und die Dreamcast Versionen erst im Jahr 2000 nachgeliefert wurden. Aber entwickelt wurden alle 4 Spiele, das kann doch nicht wahr sein, entwickelt wurden alle 4 Spiele von anderen Studios, während Roadsters, das auf dem Nintendo 64 intern bei Titus entstand, kümmerten sich komplett andere Studios um die anderen Versionen der Spiele. Also kann es passieren, dass wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber das PlayStation-Spiel gespielt und ich erinnere mich an andere Inhalte oder an ein anderes Feeling,
dann kann es halt passieren, dass es einfach daran liegt, dass eben ein anderes Entwicklerstudio dran war. Und ich habe ehrlich gesagt die Dreamcast-Fassung noch nie gespielt. Ich habe aber schon gehört, dass die natürlich grafisch die beste ist. Und deshalb habe ich mir die jetzt gekauft. Und die Dreamcast-Fassung sollte morgen kommen. Es ist also ziemlich cool, wenn ich jetzt Roadstars für euch auf dem Nintendo 64 spiele. Und ich stelle mich gerade auch gar nicht mehr so schlecht an. Und dann, wenn morgen das Paket kommt, werde ich mir definitiv zuerst mal Roadstars Trophy auf der Dreamcast angucken. Soll, wie gesagt, ein anderes Studio dran gewesen sein. Die Grafik soll deutlich besser sein. Vielleicht löst es ja das Spiel für mich ab. Wobei, ich muss natürlich sagen, bei Roadstars schwingt gerade eine Menge Nostalgie mit und ich kriege diese Scheißkurve nicht. Das ist natürlich bei vielen älteren Spielen so. Ich glaube, wenn man das Spiel aus heutiger Sicht betrachtet, mit der 2022 Brille auf dem Kopf, da muss man ganz klar feststellen, dass es schlecht gealtert ist. Also die Steuerung ist immer noch relativ empfindlich und sehr gewöhnungsbedürftig. Die Framerate ist, glaube ich, okay, dürfte irgendwo im 25er Bereich liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Also es läuft schon ganz flüssig, ist jetzt nicht so ein Reinfall wie Superman 64 von Titus, aber nichtsdestotrotz sind diese Games natürlich mit ganz, ganz viel Nostalgie heute noch zu genießen. Wenn man jetzt gar nichts mit dem Spiel verbindet aus von früher, dann wird das schon, glaube ich, eine ganz andere Kiste. Aber hey, ich habe wieder aufgeholt, bin wieder auf dem ersten Platz und ihr seht, ich muss ganze 5 Runden spielen. Das ist natürlich schon echt ätzend. Ich versuche jetzt aber trotzdem mal mein Bestes zu geben. Wir können uns mal in der Zwischenzeit über die wunderbare, in Anführungsstrichen mit ganz viel Ironie gemeinte Musik unterhalten, denn das ist natürlich etwas, was glaube ich damals auch am stärksten kritisiert wurde, dieses Gedudel, was dann als Musik durchgehen hätte sollen. Das ist auch etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, hat mir noch nie gefallen, aber ich habe früher zum Beispiel ganz oft bei Spielen, wo mir die Musik nicht gefallen hat, einfach eine CD nebenher angemacht. Ich habe zum Beispiel dann ganz viel Kidrock gehört, ganz viel Metallica und habe dann nebenher halt meine Lieblingsspiele gespielt, sowas wie Quake, Doom oder so, früher auf dem N64 oder eben auch Roadstars Trophy. Und ihr seht, ich habe meinen Fortschritt hier ausgebaut. Das sieht ganz gut aus. Hier sind wir gleich schon in Runde 4 und die Rennen sind leider damit auch echt lang. Also 3 Runden hätten es hier auch getan. Aber es ist nun mal wie es ist und ich zeige euch definitiv gleich nochmal die zweite Strecke von Roadstars. Das Spiel ist im Übrigen von der Presse relativ gut aufgenommen worden. Wikipedia spricht davon Mixed Reviews. Ich kann mich erinnern, dass es überall ganz gut bewertet wurde. Ich merke auch gerade, dass der Renault auch viel, viel besser in die Kurven geht. Aber nicht alle Versionen. Das Paradoxe ist halt, dass die Dreamcast-Fassung, die ja eigentlich grafisch deutlich schöner war, die ist deutlich schlechter bewertet worden. Kann natürlich auch daran liegen, dass es nicht das beste Spiel auf der Dreamcast ist. Nochmal, ist ja ein anderes Studio dran gewesen. Oder die Konkurrenz in Sachen Rennspiele war auf der Dreamcast natürlich eine ganz andere. Aber das werde ich dann hoffentlich herausfinden. Aber auch die PlayStation und die Game Boy Color Fassungen kamen nicht sonderlich gut weg. Die Nintendo 64 Fassung lag irgendwo so im Schnitt bei 70 bis vielleicht schon mal 80%. Die anderen waren alle deutlich, deutlich niedriger. Lohnt es sich aus heutiger Sicht noch? Also da muss ich aus meiner Nostalgie-Fraktion sprechen und sagen, ja. Also mir gefällt es auch jetzt, wo ich das richtige Auto habe, auch wieder richtig gut. Und ich merke auch, dass es auch heute noch relativ gut spielbar ist im Vergleich jetzt zu anderen Genrevertretern auf der Konsole. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass es mit zu den besseren Rennspielen auf dem Nintendo 64 gehört. Also wenn ihr jetzt Rennspiel-Fan und Nintendo 64-Besitzer seid oder in das Genre eintauchen wollt mit der Konsole, dann schaut euch definitiv mal Beetle Adventure Racing an. Das ist wahrscheinlich das bessere Spiel. Oder Rush 2, wenn ihr es bezahlen könnt, auch Rush 2049. Aber wenn ihr Roadstars irgendwo seht auf der Konsole und das ist nun mal gar nicht so teuer inzwischen geworden, dann kann ich euch das wirklich empfehlen. Ich habe es komplett in Verpackung hier in der Sammlung. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe damals, aber es war gar nicht so teuer. So, aber es gibt auch deutlich schlechtere Spiele und auf jeden Fall deutlich schlechtere Rennspiele auf der Konsole, das muss man auch sagen. So, da seht ihr auch, wie der Fahrer da aus dem Auto winkt. Sowas habe ich damals halt ganz gerne gehabt und das sind so Details, die man wie gesagt bei anderen Rennspielen auf der Konsole nicht hatte.
so 5 Minuten auf der ersten Strecke verbracht. Es geht weiter. So, wir könnten jetzt hier zum Beispiel speichern und dann irgendwann wieder einsteigen. Das finde ich auch ganz cool. Tempel. Dass man also auch den Karrieremodus abspeichern kann und dann später wieder einsteigen kann. 2001 hätte noch eine PlayStation 2 Version erscheinen sollen. Zumindest war die mal angedacht. Doch irgendwelche mir nicht bekannten Umstände haben dazu geführt, dass Titus das dann gecancelt hat. Kann natürlich auch sein, ich bin jetzt nicht so tief drin in der Geschichte von Titus, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die dann irgendwann auch bankrott gegangen sind, weil die gibt es ja heutzutage nicht mehr. Wobei, gab es nicht von Titus auch das ein oder andere Spiel auf der PlayStation 2? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist Roadster's Trophy nicht erschienen. Kann auch daran gelegen haben, dass es eben auf der Dreamcast, auf der PlayStation durch den Game Boy Color halt schlecht bewertet wurde. Von daher auch möglich. Aber das war damals ja gar nicht so unüblich, dass verschiedene Studios an verschiedenen Versionen des gleichen Spiels entwickelten. Gab es ja schon mal öfter und daher gibt es auch so viele krasse Unterschiede, vor allem in der 16-Bit-Ära, wo ja teilweise der gleiche Name oder das gleiche Label auf dem Modul aufgeklebt ist, aber sich dann die Super Nintendo und die Mega Drive-Fassung halt immens unterscheiden. Und das war damals zu Zeiten von N64, PlayStation, Saturn ja nicht anders. Ja, ihr seht, das ist die zweite Strecke, die ist jetzt gar nicht mehr so überragend, der Tempel. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Strecke, da fährt man über die Area 51, wenn mich nicht alles täuscht, die fand ich ganz nice. Aber grundsätzlich hat es dann noch irgendwie ein halbes Jahr gedauert, nach dem Release von Roadsters im September 99. Und dann haben wir auf dem N64 auch Ridge Racer 64 bekommen. Das erschien ja dann 2000 rum. Und das war dann noch deutlich, deutlich besser nochmal für viele und wurde auch deutlich besser bewertet. Und das habe ich euch ja in der letzten Folge vorgestellt. Also wir haben jetzt auf einen Schlag recht viele Rennspiele, die wir uns anschauen können. Und in der Kategorie R kommt ja auch noch Rush 2. Da freue ich mich auch sehr drauf, denn ich habe an Rush 2 auch so die ein oder andere Erinnerung, die ich dann mit euch teilen möchte. Ja. Roadsters, nachdem der Anfang ja vorhin gar nicht so geil war, bin ich ehrlich gesagt ganz gut dabei gerade und werde sicherlich auch gleich weiterspielen. Ich habe nämlich da richtig Bock drauf. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video hier zu dem Rennspiel auf der Konsole. Mich würde es wirklich interessieren, wer das Spiel von euch gespielt hat. Ich weiß, da steht Titus drauf. Allein das sorgt wahrscheinlich oder hat damals bei vielen dafür gesorgt, dass sie es links liegen gelassen haben. Solltet ihr es dann noch gespielt haben und solltet ihr die anderen Versionen gespielt haben, die ich jetzt überhaupt nicht kenne, dann würde es mich freuen, wenn ihr darüber erzählt. Können wir uns ein bisschen über das Spiel austauschen. Ich bin jetzt erstmal weg. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne das Video liken. Hilft mir und meinem Kanal natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Let's Play Nintendo 64 oder einem anderen Kram, den ich euch hier vorstelle. Macht's gut. Adios. Tschüss. Euer Andi.